Ich bin jetzt in der 12. Klasse im Willi-LK und bin seit der 5. Klasse auf dem Gymnasium und habe da auch neu mit Französisch angefangen. Und es ist so, dass man es am Anfang total spielerisch und einfach lernt und sich dann im Niveau langsam steigert. Da kommen eben andere Fächer auf Französisch dazu, wie Geschichte und Geo. Und ja, jetzt ist es so, dass man komplette Diskussionen auf Französisch führen kann und ja, sowohl sprachlich als auch kulturell durch die ganzen Austausche total in diesem ja, Frankreich-Thema drin ist. Also ich muss sagen, der WDLK hat sich wirklich gelohnt. Also ich bin jetzt neu dazugekommen. Ich fühle mich sehr wohl in der Klasse. Die haben mich auch alle sehr gut aufgenommen. Und ja, hier sind auch nette Kinder auf der Schule. Ich finde die Klasse auch ganz toll. Ich bin schon seit Anfang des Schuljahres hier und habe auch ganz schnell viele Freunde gefunden. Also ich konnte mich gut einnehmen. Ich habe auch sehr schnell viele Freunde gefunden. Und ich finde eigentlich meine Klasse nett. Also die Menge der Hausaufgaben geht. Man will ja auch in ein Gymnasium, man hat sich dafür entschieden, also muss man damit umgehen können, dass es Hausaufgaben gibt. Es ist eigentlich nicht so viel und der Lernstoff ist eben nur ein bisschen anspruchsvoller, aber es funktioniert alles. Also ich finde die Hausaufgaben jetzt auch nicht so schwer, ich komme auch immer gut klar damit und ja. Na, unsere Französischlehrerin achtet darauf, dass die Kinder, die Französisch können, dürfen ja zum Beispiel ein französisches Buch lesen oder extra Aufgaben machen. Und die, die nicht Französisch können, machen Französisch. Also ich hatte ein bisschen am Anfang Angst, weil ich dachte, ich komme jetzt nicht mit dem Französischstoff klar und alle konnten schon Französisch. Bloß dann habe ich jetzt richtig gelernt und jetzt geht es ganz klar mit dem Französisch. Ja, also das Essen ist an manchen Tagen nicht so toll, aber an den meisten Tagen ist es schon sehr lecker. Also das ist kein Problem. Ja, da kann ich auch nur zustimmen. Also mir schmeckt es sehr gut, das Essen. Also es gibt auch manchmal Pizza oder Pommes oder so. Und es ist auch sehr lecker, aber es gibt auch nicht immer so ungesunde Sachen, sondern auch halt gesunde Sachen. Also größtenteils schon. Es gibt ein paar Sachen, wo man jetzt von den Älteren ein bisschen geärgert wird, aber das wird sich, glaube ich, auch noch einige Zeit widerlegen. Und sonst von den Lehrern erhält man gute Unterstützung, finde ich. Also das ist da alles okay. Das ist gut. Ja, da kann ich auch nur zustimmen. Ja. 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 Ich auch. Ja, ich finde das cool.